Hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy und spiele heute Baba is You weiter. Ich bin in der Mitte des vierten Welt T-Lines. In der Mitte der vierten Welt. Und hier haben sich. Ich bin im falschen Fenster wieder, sehr gut. Und hier haben sich Buchstaben-Level aufgetan. Ich bin gespannt, was ist denn das? Wand ist Wand. Me is you. Text. Rock is push, wall is defeat. Moment. Me is you. Okay. Das violette Dingens da, das ist me. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin ich. Ich bin auch du. Oder so. Lol. Lol. Rock is push, das ist jetzt schade, sonst hätte ich ein interessantes Experiment machen können. Aber muss ich wahrscheinlich sowieso, weil das ist das Wall is defeat. Ja. Wall ist nicht stopp, das heißt, ich kann einen Stein in die Wand schieben. Ja, okay, dann kann ich das Experiment machen, muss ich sowieso, das ist die Lösung, weil was anderes machen kann man nicht. Wenn ich jetzt sage, text is you. So. Jawohl, es rebelt jetzt ein bisschen, ne? Oh, scheiße, das darf nicht kaputt gehen. Das darf nicht kaputt gehen. Naja, ich müsste ja nur das Wall is defeat kaputt machen können, bevor das Text is you in die Wand reinkommt. Aber das reicht nicht. Wobei, ich kann hier oben reinfahren. So, das Mi brauche ich nicht mehr. So. Und jetzt hoffen, dass ich da rüberkomme, bevor das Text is you kaputt geht. Ja. Bam! So. Und jetzt ist die Wand nichts mehr. Jetzt kann ich überall lang. Oh. Oh, wir haben keine Win-Condition mehr. Wir haben schon die ganze Zeit keine Win-Condition mehr. Uh-oh. Weil die ist da oben drin, ne? Ja, vielleicht Gewinne ist da oben drin. Das heißt, sobald ich mit dem Text rumfahre. Was ist, wenn ich sage, Mies Text? Das ist Mimi. Okay. Was passiert, wenn das U kaputt geht? Ah, es geht nicht kaputt. Weil, Wall is defeat, das macht nur mich selbst kaputt. Wall is wall. Moment. Moment, ich habe hier nicht wahnsinnig viel, um es hochzuschieben. Aber ich könnte doch hier... Das wäre natürlich jetzt ziemlich dumm so rum. das wäre ziemlich dumm so rum, aber... Ich kann sagen, wall is text. So. Nein, kann ich nicht. Doch. Nein. Also es hat funktioniert, aber es ist durchgestrichen. Aus irgendeinem Grund. Aber jetzt kann ich da durch, oder? Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wieso hier... Aber ja, das war's. Gehen wir weiter. Gehen wir mal weiter. Okay. Also ich habe die Vermutung, dass diese Buchstaben-Level, die haben was damit zu tun, dass man sich in Text verwandeln kann, beziehungsweise Dinge in Text verwandeln kann. Ich mache jetzt mal weiter mit der 7, Geisterfreund. Flag is you. Baba is Baba and you. Okay. Ghost is ghost and weak, das heißt, er geht kaputt, wenn wir in den Rhein gehen. Wollen wir wahrscheinlich nicht. Wir haben keine Wind Condition. Wahrscheinlich kann ich auch nicht sagen, hier Ghost is Wind. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn der weak ist. Ja, dann geht der kaputt. Was anderes habe ich nicht, um da reinzuschieben.
gut, ich kann, wenn ich sagen kann, Flag is win. Das Problem ist nur, ich komme nicht da nach hinten, weil dann geht die Flagge kaputt. Ich kann jetzt natürlich den Geist nach hinten laufen lassen, aber das scheint mir gar nichts zu bringen. Und der jetzt einfach nach links und nach rechts läuft. Das Flag is you da oben ist ziemlich belastend. Moment. Baba ist... Ja, der interessiert mich jetzt mal nicht. Baba ist Pool. Da kann ich doch hier das Baba runternehmen. Nein, kann ich nicht. Shit. Okay. Dann interessiert mich das sehr wohl, wenn der da ist. So, Baba ist Pool. Jetzt kann ich den Geist aus... Nein, kann ich nicht. Damn it. Wo geht denn der lang, wenn ich gar nichts tue? Hoch und runter, oder? Ja. Was bringt mir das? Gar nichts. Das war gerade seltsam. Moment, das war gerade seltsam. Was war das? Hier. Ich laufe jetzt eins nach rechts rüber. Nochmal. Hup! Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, das, was Pool ist, das wird da gezogen. Das... Oh! Das, was Pool ist, ist nicht das, was zieht, sondern das, was gezogen wird. Richtig. Ich muss jetzt nur noch den Geist ausrichten, dass der nach links und rechts geht. Kann ich das? Jetzt ist Ghost Pool. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und eins davon weggehe... So, jetzt ist er ausgerichtet. So, jetzt sag ich, Baba ist Pool. So, und Ghost ist Move. Und jetzt kann ich hier hin... Nee, Moment, ich muss hinten ran. So, und wenn ich jetzt nichts mehr tue, dann zieht er mich, der Geist, da nach vorne. So, und jetzt komme ich zur Flagge. Und kann die Flagge mit nach hinten nehmen. Und dann sage ich, Geist, du, ich will nicht, ich brauch dich nicht mehr, tschüss. Nein, hey, nein, nein, Moment. Ich dachte, wenn der weak ist. Ich dachte, wenn der weak ist, dann geht er auch beim Text kaputt. Okay, weißt du was, Geist? Tschüss. So. Sorry, not sorry. Aber ich sage jetzt, Baba ist Flag. Geht nicht. Wieso nicht? Ach so, weil Baba ist Baba. Ja. Natürlich. Ah, shit. Ah, ne, ich... Flag ist ja schon Baba, ich muss Flag nur noch zur Win Condition machen. Ah, ja, schön. Ah, Geisterwächter. Oh, lala. Der Geist hat die Flagge. Der Geist ist zu und kann gestoßen werden. Die Flagge ist Win. Das Laub ist Sink. Key is open, also mit dem Schlüssel kann ich den Geist öffnen. Baba is you, text is float, das habe ich gesehen, ja. Rock is push und das Blatt ist teleport. Oh lala, okay. Also das Problem jetzt zunächst mal ist, dass das hier mich kaputt macht. Aber wieso? Oh. Der Key ist nicht Push.
Aber der Geist ist Push. Aber der Geist ist Push bringt mir nichts, weil ich krieg den Geist von da oben nicht runter gepusht. Aber ich könnte eventuell sagen, Leaf ist Push. Moment, Rock ist Push. Ich kann doch jetzt mit dem Stein das Laub kaputt machen, oder? So. Ich glaube nicht, dass ich den noch brauche. So, jetzt kriege ich den Geist nicht runter, aber... Das wird jetzt nichts mehr. Ich brauche einen Stein. Ich glaube nicht, dass ich den noch brauche. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich brauche einen Stein. Moment. Wenn jetzt Leaf Push ist, komme ich ja nicht mehr raus. Das war jetzt sehr schlau. Ich krieg halt den Geist bis hierhin. Wenn ich jetzt das Blatt pushen könnte, könnte ich das Blatt auf den Geist pushen, aber dann ist der Geist nachher da oben links drin. Bringt mir nichts. Ja doch, ich kann das Blatt auch in den Schlüssel pushen. Also wenn ich das Blatt stoßen könnte, während ich hier unten bin, dann hätte ich das Problem gelöst. Wie ist das, wenn ich hier oben, wenn ich jetzt sage... Der Stein ist auch ein Blatt. Bringt mir das irgendwas? Also ich kann weder Stein noch Blatt kann ich ins Blatt reintun, weil die sind ja ganz links an der Wand. Die kriege ich nicht nach rechts rüber. Es sei denn, das Leaf ist Push. Geh mal weg hier. Das Leaf ist Push. Weil dann kann ich... Nee, kann ich natürlich nicht. So. Und dann könnte ich das Is reintun. Dann könnte ich hier sagen Tele. Und dann merke ich, dass da nichts passiert, aber rein gar nichts, weil der Text schwebt. Deswegen teleportiert sich der Text nicht, weil der schwebt. Ich denke viel zu weit, meine Güte. Moment. Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Moment, kann ich nicht? Ich müsste sagen, Leaf ist Push und das müsste in dem Moment passieren. Ich kann den Text drüber schieben, weil der schwebt. Ich sage, Leaf ist Push und Leaf ist Teleport. Eins nach oben. Yes! Ist das so gewollt? Jetzt kann ich ja das Blatt schieben. Also ich kann jetzt das Blatt in den Schlüssel reinschieben, so. Und dann kann ich...
Und dann kann ich hier den Geist und kann den auch da rein, kann das Blatt in den Geist reinschieben. Boom. Nein, kann ich nicht. Weil es beides Push. Spielt ja keine Rolle. War das jetzt... war das jetzt richtig gelöst? Wieso nicht? Level 9, Blattkammer. So, wo ist Win? Flag ist Win. Wo ist denn die Flagge, wenn die Win ist? Ich bin blind. Die Flagge ist Win. Und die Hecke ist Stopp, da tut sich nichts. Wo ist... Ah, der Pilz! Der Pilz hat eine Flagge. Das heißt, und der Pilz ist shut. Das heißt, ich muss den Pilz öffnen. Öffnen kann ich den mit dem Schlüssel. Dann ist das Blatt ist Blatt und das killt mich, so wie auch das Laub. Das heißt, ich muss hier vorsichtig durchgehen. So. Okay. Ich kann natürlich den Schlüssel jetzt holen, wenn ich sage, okay, ist Pull statt Push. Dann haben wir den. Was ist da oben mit der Folie? Defeat. Und der Pilz ist aber Pull, also ziehen. Und der Schlüssel, der kann auch moven, das aber in die falsche Richtung. Ich krieg den Schlüssel hier nicht so ausgerichtet. Sonst hätte ich den Schlüssel hier hin tun können und hätte sagen können, Schlüssel ist move. Und der Pilz ist ja Pull, dann hätte der Schlüssel den Pilz runtergezogen. Aber ich kann den ja nicht so ausrichten. Wenn der Schlüssel hier oben lang geht, passiert ja nicht viel. Oder nur mal kurz ausprobieren. Keys move. Da passiert nicht viel. Das Blatt, das killt mich. Damit kann ich nicht viel tun. Zumindest wenn ich den Schlüssel hier, ich kriege den nicht nach oben ausgerichtet. Das ist jetzt natürlich doof. Ich könnte ein Blatt ziehen, aber das bringt mir auch nicht viel. Das Problem ist, wenn ich das Blatt ziehe, das ist genau dasselbe, dann bewegt sich nachher das Blatt links und rechts. Jetzt zieht das Blatt den Schlüssel. Schön. Kriege ich hier irgendwas hin? Nee. Weil ich könnte ein Blatt oder einen Schlüssel hier oben auf das Laub bekommen. Und da müsste ich jetzt nur von hier unten einen Schubs geben können, aber kann ich nicht, weil das Laub mich kaputt macht. Moment, ich komme doch um die Kurve, ich komme um die Kurve. Weil die Blätter, die gehen jetzt hoch und runter. Das heißt, jetzt muss ich einfach die Blätter, die muss ich so lassen.
Das wird nicht funktionieren. Meine Hoffnung wäre jetzt, dass das Blatt jetzt immer noch nach oben und unten moved. Weil das ja vorhin nach oben und unten gemoved ist. Und ich bin ja nicht in das Blatt rein, um die Richtung zu ändern. Aber ich habe es gezogen. Und deshalb geht es jetzt links und rechts. Shit. Ich hab's. Oh lala, ich hab's. Ich kann doch etwas vertikal ausrichten da. Wo ist mein... Falsche Fenster ist aktiv. Ich kann doch etwas vertikal ausrichten. Sagen wir jetzt, der Schlüssel, der fährt jetzt hier oben links und rechts. Keys move. Der moved jetzt und jetzt zu der... Oh, das ist eins zu spät. Okay. Und jetzt, wenn der da auf dem Laub steht... So, jetzt ist Schluss. Und jetzt kann ich den ja nach unten ziehen. Eins. So. Und jetzt moved er hoch und runter. Und holt den Pilz runter. Ne, Moment. Der öffnet jetzt den Pilz. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt komme ich da nicht dran. Okay, ich brauche dann doch ein Blatt. Ich brauche ein Blatt. Komm mal, Blatt. So. Jetzt geh da rüber. So, stopp. Jetzt ziehe ich dich mal runter. So. Jetzt kannst du dich wieder bewegen. So, jetzt kommt der Pilz runter. Nice. Das ist genug. Jetzt werde ich dich wieder ziehen, damit du mir hier nichts mehr kaputt machst. So. Und jetzt... Jetzt ist der Pilz im Weg. Jetzt ist der Pilz im Weg. So. Und ich den jetzt öffne. Ja, dann ist das Laub im Weg. Das wird nicht gehen, oder? Ich meine, im Prinzip, ob jetzt Win oder Defeat, ich meine... Alter. Ach so, oh mein Gott, ja, logisch. Aber was ist denn heute wieder los? Ja. Oh mein Gott. Ja. Moment, das Blatt Pool. Oh mein Gott, ja. So. Jetzt gehst du da mal rüber. Tack, tack. So. Jetzt ziehe ich das eins runter. So, jetzt kann sich das wieder bewegen. Jetzt kann sie den Pilz ein bisschen nach unten holen, etwa bis da. So. Ich habe ja noch ein zweites Blatt, das nehme ich jetzt auch mal. Pull. Weißt du was? Push brauche ich nicht, oder? Push ist für Pussys. So, ich halte jetzt hier mal das Blatt auf. So, und jetzt kann das Leaf wieder... ...moven. Ja. Nein. Ich muss noch eins rüber. So, jetzt kann das Leaf wieder moven. So, da ist der Pilz. Jetzt brauche ich noch den Key auf Pull, damit ich den Schlüssel holen kann. Oh.
Ah, das Push kann ich wieder rausnehmen. Das brauche ich jetzt nämlich, damit ich einen Schlüssel in den Pilz reinpushen kann. Ulala, oh mein Gott. Yo. Yo. Jesus Christ, ja. Ich gucke mir noch eins von diesen Buchstabendingens an. Kaputter Spielplatz. KK is you. Hallo. Swin ist oben beim Wasser. Wall and Box is stop. Box, Text, Flag, KK is you. Water is teleport und Text is float. Also ich könnte hier rein. Aber der Text schwebt, kriege ich den Text da nicht raus. Box ist stopp. Das heißt, Box eignet sich nicht für die Wind Condition. Flag eignet sich doch eigentlich für die Wind, aber ich kriege den Text nicht rein. Wall ist stopp. Das heißt, da kriegt man auch nichts drüber, das floatet. Das haben wir schon mal ausprobiert. Ja, Moment. Ich muss ja irgendwas is Wind schreiben. Wenn ich aber einen Text da nicht schreibe, ach so, das ist ja ein Texträtsel, ja. Aber das Problem ist jetzt, wenn ich sage Text is you zum Beispiel, dann floate ich. Und kommt da auch nicht mehr rein. Das heißt, das ist ein bisschen doof. Aber was kann ich denn jetzt machen? Ich kann zum Beispiel sagen. Ich könnte zum Beispiel sagen, Text ist aber die Flagge bringt mir gar nichts. Wenn ich jetzt sage, Text ist Flag. Oh shit. Nein, das sage ich schon mal nicht, weil ich mache mir da unten alles kaputt. Aber wenn ich das so unten sitze, also muss ich kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt sagen würde, Text ist Flag. Ach so. Ja, stimmt. Den Text, den brauchen wir. Also wenn ich sage, Box ist Text, was passiert? Dann gibt es einfach Text? Ne, dann steht da Box. Okay. Ja, schön. die Wand, nee, kann ich nicht. Hä? Jetzt zum Beispiel sage Box is stupid. Mir das was? Mir ist die Box und ich bin stopp. Aber viel bringen tut's mir nicht. Oder ich sage die Flagge bist du. Meine Box kann ich nicht schieben, die Flagge kann ich auch nicht schieben. Ich kann nichts schieben außer Text, aber Text schwebt. Und wenn ich zum Beispiel einen Text da drauf mache und dann sage, Text ist Box, dann ist das Problem, dass der gesamte Text Box ist. Das ist ein bisschen exzessiv. dann geht nichts mehr. Also wenn ich sage, Text ist irgendwas, dann ist Schluss. Dann ist verloren, dann ist alles weg. Das heißt, das Einzige, was Sinn machen würde, ist, wenn ich sagen würde, irgendwas ist Text. Aber sobald irgendwas anderes Text ist, dann schwebt das Zeugs. Also sehe ich auch nicht, wie mir das irgendwas... Ich meine, was halt schön ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Flagge ist Text. Dann habe ich ein zweites Mal Text Flagge. Aber... Ich könnte sagen, Box ist Flag oder Flag ist Box. Was bringt mir das? Box ist Flag und jetzt ist Flag you. Dann habe ich einen Vorteil, jetzt habe ich zwei Spielfiguren. Wenn ich jetzt... Ich könnte jetzt sagen, die Flagge ist Text.
Jetzt habe ich hier oben Flag is win. Das einzig Blöde ist, ich habe jetzt keine Flagge mehr. Und ich will nicht den ganzen Text in eine Flagge verwandeln, weil... Bringt mir nichts. Ich habe jetzt keine Flagge mehr. Aber ich kann sagen, Flag is you. Aber ich habe keine Flagge. Scheiße. Ich wollte halt versuchen, die Box da, wo sie jetzt ist, und dann die Tag, den Text. Keke und Box ist hier gleich darunter. Damit ich mit der Box in dem Moment, wenn ich auf das Wasser komme, den Text wieder ändere in Keke is you und dass die Text wieder und dass die Box wieder rüber teleportiert. Obwohl ich dann nicht mehr die Box bin. Aber ich glaube, das ist wieder so eine typische Fehlüberlegung, die ich mache. Das kann gar nicht gehen. Ja doch. ich habe kurz ausprobiert, ein bisschen rumgeschoben. Ich kann das ganze Zeugs hier nach hinten schieben. Dann so rein und dann kann ich das wieder verstellen. So, jetzt ist das genau auf der richtigen Höhe. So. Ah, ich müsste jetzt die Box sein, ne? So, jetzt bin ich die Box. Jetzt kriege ich die Box aufs Wasser drauf. In dem Moment werde ich wieder zum Keke. So. Und dann sage ich Box ist Text. Das war jetzt falsches Timing. So. Jetzt habe ich hier drüben Box is win. Und jetzt brauche ich nur noch sagen Flag is Box. Und that's it. Nein. Nein, weil Box ist Stopp. Ich muss es umgekehrt machen. Aber kann das wirklich die richtige Lösung sein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist doch jetzt Cheese. Das ist doch jetzt Cheese, oder? Das ist doch jetzt im Ernst, das kann es doch nicht sein, oder? So, komm, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Text is defeat. Okay, was mache ich denn in diesem Level? Gar nichts. Gehen wir nach Hause. Text is defeat. Ghost is defeat. And melt. Skull is defeat. Text is push. Okay, das ist gut, weil dann kann ich den Text doch immerhin bewegen. Keke is hot. Aha. Baba is you. Sonst der Rest ist so ein bisschen normal. Ja, das ist scheiße. Moment, Text ist defeat. Aber der Text muss nicht push sein. Ich kann den Text immer verschieben, auch wenn der defeat ist. Okay, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Dann brauche ich da keine Angst vor zu haben. Okay. Aber was ich nicht machen kann, ist zu sagen, Text ist Baba. Weil Text ist Defeat, das heißt, ich bin instant. Nein, bin ich auch nicht. Ich habe eine Armee von Babas erschaffen.
die für immer und ewig glücklich bis an ihr Lebensende da lebten, umgeben von saftigem Gras, so dass sie immer genug zu essen hatten. Nee, was ich meinte ist, wenn ich sage, text is you, dann bin ich sofort tot. Weil sich dann der Text selbst zerstört. So räumt man sein Zimmer auf. So räumt man sein Zimmer auf. Moment, ich denke falsch. Ich muss ja was mit dem Text machen. Was ist, wenn ich sage, defeat is text? Gar nichts. Ja, hätte sein können. Dass irgendwas passiert. Also Text ist irgendwas, will ich eigentlich nicht schreiben. Doch, will ich. Eigentlich, ja. Will ich Text is weak schreiben. Weil jetzt kann ich hier Skull abräumen. So, jetzt ist Skull nicht mehr defeat. Skull ist jetzt gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt kriege ich das ist nicht mehr weg. Jetzt kann ich nicht mehr KKSU schreiben. Das war so eine gute Idee. Das war doch so eine gute Idee. Ich könnte es aber, dann könnte ich einen Totenkopf rein. Der Geist ist dann aber immer noch defeat. Was ist, wenn ich sage, Text ist hot? Ja, weil der. Ja. Text ist hot, weil der Geist. Schmelzen tut. Nur das Problem ist, ich brauche das Is auch unten. Weil wenn ich jetzt den Geist kaputt mache, ich kriege hier nichts mehr, ich kriege da nichts mehr hin. Wenn ich jetzt hier Is... Ah! Lol! Lol! Ich schaue da immer auf, meine auf meinen Aufnahmebildschirm anstelle von der Kamera, ich weiß nicht wieso. Okay, ich mache hier nochmal Text is weak, ich räume mal hier das Defeat weg. Und jetzt räume ich hier das weak weg. Jetzt habe ich das is... Schneid zurück. Jetzt habe ich das is, habe ich wieder frei. Jetzt kann ich schreiben, Keke is you. Und kann da unten die Flagge runterschieben. Weil der Totenkopf stört mich jetzt nicht mehr. So, und jetzt kann ich schreiben, Text is hot. Und zerstöre damit den Geist. Und da ist mir der Text im Weg. Ja gut, ich kann ja hier irgendwas anderes nehmen. Ich nehme das Push. Und schieb das in den Geist rein. So. Yes! Geil! Oh, das hatte Style. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Okay. Damit aber genug für heute, aber... Oh, cool. Trotzdem genug. Nein, ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst bis zum nächsten Mal einen Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns. Tschüss!